Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Ja, was für ein rührender, was für ein selbstloser Antrag. Pflegekräfte haben wirklich ein unheimliches Glück, so umsorgt zu werden, beschützt zu werden vor dem, was sie ihnen schaden könnte, was sie überfordern könnte. Wahnsinn. Deshalb geht es ihnen auch so gut. Ja, super. Also gute Bezahlung, gute Arbeitsbedingungen, Frau Kollegin, Anerkennung. Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Herr Kollege Reinhardt, die Grünen haben den Senator deshalb zitieren lassen, damit ihr das hört, was die Fraktion hier zu sagen hat. Dankeschön. Fahren Sie fort. Also deshalb geht es Ihnen so gut, den Pflegekräften. Also die Bezahlung ist gut, wie gesagt, die Arbeitsbedingungen sind super, auch freundliche, also familienfreundliche Arbeitszeiten. An der ganzen Linie Anerkennung und Respekt, ja. Meine Damen und Herren, eigentlich mag ich Zynismus hier in der Politik nicht, aber ich finde, dass dieser Antrag eine harte Zumutung ist. Okay. Okay, die Linke ist genauso wie die SPD und wie apropos auch einige Grüne kein Freund von Kammersystemen. Aber als Antwort auf gravierende Probleme der Pflege, die von niemandem in den letzten Jahren überhaupt kritisiert oder infrage gestellt wurden, dann so einen Antrag zu stellen, ohne Nennung von Alternativen, das ist zynisch und das ist respektlos. Fragen Sie sich nicht, wie es möglich ist, dass die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen so schlecht behandelt wird. Ich sage es Ihnen, warum. Weil im Gesundheitswesen Lobbyismus eine große Rolle spielt. Und weil überall dort, wo über Arbeit und über Kompetenzen, überhaupt über Bezahlung von Pflegenden, wo es darum geht, da sind die Pflegenden nicht anwesend. Ja. Haben Sie jemals auch mit Befürworter von Kammersystemen geredet, Herr Albers? Haben Sie zugehört? Haben Sie vielleicht mal Alternativen mit Ihnen diskutiert? Ich war bei etlichen Veranstaltungen in den letzten Jahren, da waren Sie überhaupt nicht anwesend. Zwei wichtige Gründe für die Gründung einer Pflegekammer sind Interessensvertretung nach außen und Gestaltung und Bewachung von Fortbildung und Weiterbildungsangeboten nach innen. Auch das ist wichtig. Auch das ist wichtig. Im Bereich Gesundheit und Pflege verändert sich unheimlich viel in letzter Zeit. Und der Staat hat weder Kompetenzen, auch noch Kapazitäten, diese Sachen zu bewachen. Meine Fraktion, meine Damen und Herren, findet eine grundsätzliche Kritik in Ordnung an Pflichtverkammerung. Das ist okay. Diskussionen über Alternativen sind willkommen. Nach allem, was wir aber wissen, und ich glaube, das geht Ihnen auch so, ist eine Verabschiedung als Verkammerungssystem im Gesundheitswesen innerhalb der nächsten Jahre überhaupt nicht realistisch. Es ist Entscheidung der Pflegefachkräfte, ob sie eine Kammer wollen. Sie haben sich in Berlin mit klaren Worten dafür entschieden, und ich erwarte zwar kein Jubel von Ihnen, aber ich erwarte Respekt gegenüber dieser Entscheidung. Es ist nämlich ziemlich krass zu erleben, welche Ängste diese Entscheidungen bei den Partnern der Pflege ausgelöst werden, wie sich vor allem Nichtpflegende ins Zeug werfen, um Pflegekräfte vor Enttäuschungen zu retten. Klar, wenn sie eine große Berufsgruppe organisieren will, löst das schon viele Ängste aus. Ja. Jetzt aber zu Ihnen, Herr Czaja. Sie haben Pflegefachkräfte befragt. Sie haben deutlich signalisiert, dass Sie, wenn Sie sich dafür entscheiden, eine Kammer bekommen können. Die Pflegende haben Sie dann aber, als Sie entschieden haben, im Regen stehen gelassen. Die Pflegende interessiert Probleme mit Ihrem Koalitionspartner eigentlich nicht. Und man kann schon sagen, Sie haben es nicht geschafft, die SPD-Fraktion, Ihren Koalitionspartner auf diesem Weg mitzunehmen. Das nennt man auch vermasselt. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen der Linke, Ihr Motto ist, das System ist Mist. Pflege lieber absaufen lassen, als in so einem Mistsystem zu retten. Ja, ich kann einfach nicht glauben, dass die Linke mehrheitlich so einen Antrag oder so eine Position tragen. Der Pflegeberuf ist so unattraktiv wie selten zuvor. Übrigens, gerade jetzt bleiben so viele Ausbildungsplätze leer wie niemals zuvor. Kollegen, Ihr Antrag macht uns weder zu Anhängern noch zu Gegnern der Kammersysteme. Wir wollen, dass es Pflege besser geht
und das in Gremien. In Gremien, die darüber entscheiden, nicht ausschließlich Ärzte wie Herr Albert sitzen und sich anmaßen zu wissen, was für die Pflege das Beste ist. In der Pflegeszene sagt man, unser Ausschussvorsitzender ist die beste Begründung für die Gründung einer Pflegekammer.